Meine Damen und Herren, auch wenn es die meisten Menschen bereits vergessen haben, wir haben es nicht. Niedersachsen wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Ja, und deswegen ist Dennis Gastmann immer noch unterwegs, um Ihnen zu beweisen, dass Niedersachsen gar nicht so langweilig ist, wie Sie bisher immer dachten. Dieses Mal hat es ihn nach Mollbergen verschlagen. Verliebt in Niedersachsen. Bitte. Sie wissen ja, ich bin auf dem Weg um Niedersachsen, jetzt kommt's, so ein Stück weit zu erfahren. Denn ich will rauskriegen, wie ticken die Niedersachsen und was ist eigentlich typisch niedersächsisch. Hallo, ich bin Dennis. Beim letzten Mal habe ich gelernt, Niedersachsen sind gesellig und sie singen gerne, ob man nur will oder nicht. Heute stoße ich von der Küste in das wilde Landesinnere von Niedersachsen vor. Ich reise über Kloppenburg nach Mollbergen. Und jetzt raten Sie mal, warum die ganze Zeit, russische Musik läuft. Ganz einfach, hier ist jeder Fünfte ein Russland-Niedersachse. Ich treffe Nadja, die Vorsitzende des Deutsch-Russischen Heimatvereins. Sie hat sogar schon damals in Russland platt gesprochen, ist jetzt 18 Jahre hier und zeigt mir ihre Heimat. Rechts geht's nach Lastrup, da kommt das Gammelfleisch her. Ja, wie immer. Und dann zeigt sie mir ein typisch russisch-niedersächsisches Geschäft. Und mir fallen drei Sachen ein. Klitschko-Brüder, Blenis und ganz viel dicke Hefe. Das sind die Blenis. Sind die wirklich mit dicke Hefe? Nee, die sind nicht mit Hefe. Das heißt, die Klitschko... Backpulver, ne, ist da dran. Die Klitschko-Brüder lügen. Nadjas Blenis werden übrigens bald Grünkohl als niedersächsisches Nationalgericht ablösen. Denn niemand in Niedersachsen hat so viele Kinder wie die Russland-Niedersachsen. Eine Freundin von Nadja hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kinder und 3 Enkel. Ein Kind ist immer eine Freude. Ja. Egal, ob das 10. ist oder 14., ganz egal, aber Kind ist immer eine Freude. Solange Sie die noch alle auseinanderhalten können und noch alle Namen kennen. Tschüss! Schön war's. Aber ich muss weiter. Richtung Süden. Nach Schwering. Hier gibt es Wildwasser-Rafting auf Niedersächsisch. Doch. Abenteuer pur. Würden Sie nicht einfach gerne mal ausbrechen und nach links oder nach rechts fahren? Das habe ich schon mal gemacht, aber da taucht nicht hin. Jaha, die Fähre hatte sich nämlich schon mal im Sturm losgerissen. Und dann habe ich den Gas angestellt, dass die Fähre, also der Motor hat dann die Fähre an Land gedrückt. Ja. Das heißt, Sie sind zum ersten Mal ausgebrochen. Ja, genau. War das nicht auch ein Traum? Ja. Sehen Sie, der Niedersachse ist im Herzen viel wilder, als man so denkt. Und sehen Sie beim nächsten Mal Radau im Rübenfeld, Wahnsinn im Wald. Und hochprozentiges im Harz. Wissen Sie eigentlich, dass ich politischer Journalist bin? Weiter geht's.